Liebe Waldenburgerinnen, liebe Waldenburger, ich freue mich heute, Ihnen als Bürgermeisterkandidat meine Person, meine Werte und Ziele für diese liebenswerte Stadt vorzustellen zu können. Ihr Kommen zeigt mir, welche Wichtigkeit und Wertschätzung Sie in diese Aufgabe hineinsetzen. Ich sehe das genauso. Vorab vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse. Bevor ich auf Details meiner Vorstellung eingehe, möchte ich einige Dinge zu meiner Person sagen. Mein Name ist Bernd Herzog, ich bin 55 Jahre alt. Ich bin seit 27 Jahren mit meiner Frau Barbara verheiratet und wir haben einen Sohn Felix, der 19 Jahre alt ist. Seit 10 Jahren leben wir nun in Waldenburg und wir haben uns Waldenburg ganz bewusst als Lebensort ausgesucht. Die wunderbare Lage auf der einen Seite, die hervorragenden wirtschaftlichen Möglichkeiten und die freundlichen und herzlichen Menschen auf der anderen Seite haben uns dazu bewogen, hier eine neue Heimat aufzubauen. Wir sind voll integriert, wir leben Waldenburg. Wir sind in verschiedenen Vereinen integriert und sind seit Jahren fester Bestandteil von Waldenburg. Lassen Sie mich einige Worte zu meinem beruflichen Werdegang sagen. Die letzten 14 Jahre war ich alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer einer weltweit agierenden Unternehmensgruppe mit mehreren Auslandsgesellschaften und ca. 400 Mitarbeitern, die einen Jahresumsatz von ca. 100 Millionen Euro generiert haben. Der Name dieser Unternehmensgruppe ist Hommel Herkules Werkzeughandel. Das Unternehmen gehört zur Wirth-Gruppe, in der ich mich seit 25 Jahren an verschiedenen Positionen entwickeln durfte. Wir vertreiben technisch hochwertige Investitionsgüter für die Industrie. Als gelernter Werkzeugmacher habe ich das Business von der Pike auf gelernt. Als Betriebswirt besitze ich umfassendes kaufmännisches Fachwissen. Durch meine langjährige Tätigkeit als Geschäftsführer verfüge ich über Netzwerke in alle Bereiche des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft. Ein Unternehmen dieser Größe zu leiten, bedeutet, ein gutes Team um sich herum zu haben. Dieses aufzubauen und permanent zu hinterfragen, ist wesentlich für den Erfolg. Die Entscheidung, mich als Bürgermeisterkandidat aufstellen zu lassen, hatte die Konsequenz, die Geschäftsführertätigkeit bei Hommel Herkules niederzulegen. Ich bin weiterhin bei Hürth als Geschäftsführer tätig. Hier und an vielen anderen Stellen sind meine Kompetenzen gefragt und geschätzt. Sie können daraus erkennen, dass meine volle Konzentration auf das Bürgermeisteramt liegt. So, was habe ich die letzten Wochen gemacht? Womit habe ich mich beschäftigt? Und worin habe ich jede freie Minute investiert? Rund 1200 persönliche Gesprächsrunden mit Ihnen vor Ort habe ich geführt. Ich war bei Ihnen, ob jung oder alt. Ich habe versucht, Sie zu treffen und ich glaube, in vielen Fällen ist es gelungen. Mit fast allen Gewerbetreibenden und Freiberuflern, immerhin 65 hier oben alleine auf dem Berg, habe ich Kontakt aufgenommen und sie haben mir alle ihr Geschäftsfeld gezeigt. Mit allen Geschäftsführern und Inhabern aus dem Gewerbepark habe ich Kontakt gehabt. Ich habe mit dem Fürsten, den Stadt- und fürstlichen Förstern, den Bauern genauso gesprochen wie mit den Kindergärten, unseren Pfarrer, dem WKK, Waldenburger Kulturkreis, den Ärzten, den Vereinen, der Bücherei, den Softwareentwicklern, den Gastronomen, Tischlern, Gutachtern, Installateuren und vielen mehr. Eine unglaubliche Vielfalt, die sich hier oben auf dem Berg darstellt. Vielen Dank an alle Sie, dass Sie mir den Einblick in Ihr Geschäftsmodell gestattet haben. Gleichzeitig war ich regelmäßig bei mir bekannten Stammtischen und stattfindenden Zusammenkünften. Ich habe Essen und Lebensmittel für Senioren ausgefahren. Den Bauhof, die Kläranlage und die Verwaltung habe ich mir intensiv zeigen lassen. Ich war vor Ort, ich war bei jedem Mitarbeiter, ich habe mir jeden Arbeitsplatz angeschaut. Ich habe auch einige ehemalige Stadtbedienstete
getroffen und mich mit denen unterhalten. Auch das war eine wichtige Erfahrung. Rund 80 Facebook-Einträge habe ich gemacht. 5 Monate besteht meine Homepage, die jeden Tag zwischen 30 und 50 Besucher hat. 25 Wahlveranstaltungen werden wir am Ende dieses Wahlkampfes durchgeführt haben. 5 Speakers Corner fanden jeweils am Donnerstag statt, um 19 Uhr am Schachbrett im Kurpark. Viele haben mich wahrscheinlich morgens um 4:45 bis 7:45 an der Hauptstraße gegenüber vom Kircher gesehen, als ich für diese Veranstaltung geworben habe. Vielen Dank für die vielen Freundlichkeiten und Aufmerksamkeiten, die Sie mir dort gegeben haben. Im Übrigen, und das sei ganz bewusst auch gesagt, 30 Teilnehmer circa bei jeder Veranstaltung. Ich habe an 5 Samstagen am Brunnen Gespräche geführt und mich präsentiert. Meine Damen, meine Herren, warum erzähle ich Ihnen das alles? Sie müssen spüren und Sie müssen regelrecht fühlen, dass ich weiß, wie Waldenburg tickt. Das habe ich mir in den letzten Wochen und Monaten erarbeitet. Jetzt glaube ich, dass ich weiß, wie Waldenburg tickt. Nebenbei, es hat viel Freude gemacht, zu Ihnen allen Kontakt aufzunehmen und Waldenburg näher kennenzulernen. Eine tolle Erfahrung. Meine Damen und Herren, so langsam kommen wir zu den, ich glaube, richtig spannenden Punkten. Das, was Sie wirklich heute Abend interessiert. Jetzt werden Sie vielleicht die Frage stellen, warum ich mich überhaupt für das Bürgermeisteramt bewerbe. Ich bewerbe mich, weil ich mit der Situation in Waldenburg unzufrieden bin und weil ich an dieser Stelle meine Kompetenzen einbringen möchte. Warum bin ich mit der Situation nicht und warum bin ich dort unzufrieden? Ich habe das in 8 Punkten zusammengeführt und die möchte ich Ihnen jetzt kurz und knackig einfach mitteilen. Punkt 1. Die Finanzen der Stadt sind intransparent und aus meiner Sicht schlecht geführt. Der letzte Haushalt wurde mit einem Rechenfehler von rund 3 Millionen Euro vorgestellt und erschütterte das Rathaus. Nebenbei, meine Damen und Herren, ist der Haushalt netto ungefähr 4 Millionen Euro groß. Wenn Sie dort die Personalkosten rausrechnen von 2 Millionen, dann verbleiben satte 2 Millionen frei verfügliche Mittel. Und sich da um 3 Millionen zu verrechnen, ich weiß nicht. Wie viel Verständnis für Finanzen kann ein Bürgermeister haben, wenn er solche Zahlen ernsthaft vorstellt? In den letzten 3 Jahren sind 3 Kämmerer verschlissen worden und haben gekündigt. Seit einem Jahr haben wir im Übrigen überhaupt keinen Kämmerer. Der letzte Jahresabschluss datiert von 2017. Was bedeutet das? Die Stadt hat seit 3 Jahren keinen Abschluss und konkrete Zahlen. Damit wissen wir nicht, wie die aktuelle finanzielle Situation der Stadt ist. Ich finde eine unhaltbare und unfassbare Situation. Ein weiteres Beispiel für das fehlende Verständnis für Finanzen ist die Aussage in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom Juli. Allen Ernstes hat der Bürgermeister dort behauptet, dass der Gewerbesteuerfehlbetrag dieses Jahr sich lediglich auf 10.000 Euro definiert. Er habe das beim Finanzamt nachgefragt. Eine fatale Falscheinschätzung, wie wir bereits heute wissen, und zeigt die Nachlässigkeit, mit dem sich im Rathaus mit unserem Geld beschäftigt wird. Punkt 2. Unzählige Beratungsfirmen saugen der Stadt förmlich das Geld aus dem Stadtsäckel. Punkt 3. Dringende Probleme werden seit Jahren nicht gelöst. Ein smartes Lächeln reicht hierzu auf jeden Fall nicht. Vieles wird angefangen, wenig zu Ende gebracht. Ganz aktuell gibt es ein massives Problem bei der Durchleitung von Obersteinbach zur Kläranlage. Wesentliche Punkte für den Betrieb wurden nicht beachtet und geklärt. Das nicht seit gestern,
meine Damen und Herren, seit 11 Jahren. Probleme bei der Wasserversorgung, sowohl Frisch- als auch Klärwässer, sind uns allen bekannt. Infrastruktur, Gehwege, Straßen. Schauen Sie sich die Schlossstraße an. Internetverfügbarkeit, ein einziger Flickenteppich. Die Verkehrssituation im Innenstadtbereich halte ich für sehr problematisch und wird seit Jahren nicht angegangen. Die Feuerwehr, ein massiver Wechsel und eine massive Fluktuation. Hat sich schon jemand die Gründe genauer angeschaut? Es gibt keinen Stadtentwicklungsplan mit festgeschriebenen Gestaltungsvorgaben. Der Nutzungsplan für den Stadtforst ist veraltet und hat sich Anfang des Jahres damit automatisch um weitere 8 Jahre verlängert. Das bei der aktuellen Situation unseres Waldes, dürfen wir das so akzeptieren? Lindenplatz, Brunnenstaffel, Neumühlsee und Ähnliches, ich will das jetzt nicht weiterführen, ich glaube, wir wissen genug. Punkt 4. Das Arbeitsklima in der Verwaltung, im Bauhof und untereinander erscheint mir problematisch. Daraus schließe ich, dass sowohl die Verwaltung als auch der Bauhof nicht sauber geführt wird. Der Bürgermeister nimmt seine Rolle als Führungskraft anscheinend nicht wahr. Wie anders kann es sein, dass zum Beispiel keine regelmäßigen Personalentwicklungsgespräche oder Check-out-Gespräche geführt werden? Eine völlig falsche Prioritätenlegung des Bürgermeisters verschärft die offensichtlich unkoordinierten Prozesse. Ein Team, meine Damen und Herren, sieht und fühlt sich anders an. Punkt 5. Zentrale Organisationen in der Stadt und der Wirtschaft, zum Beispiel das Fürstenhaus, Gewerbetreibende, Gemeinderäte, viele Bürgerinnen und Bürger, scheinen nicht mehr vertrauensvoll mit dem Bürgermeister zusammenzuarbeiten. Es herrscht eine Stimmung der Entfremdung, der Unstimmigkeit und des Streits. Daher verwundert es mich sehr, dass der Bürgermeister in seinem letzten Beitrag im Waldenburger Boten genau dies als heile Welt darstellt. Das kann ich nur als fehlende Empathie und Bürgernähe interpretieren. Die Konsequenz daraus: die Stadt entwickelt sich leider in allen Facetten nicht mehr. Denken Sie an vergangene Jahre. Wir hatten Schreiner for Friends, wir hatten das Waldenburger Forum, wir hatten den Kurpark, im Übrigen heute ein, wie ich finde, fast Schandfleck. Wir hatten Blumenpatenschaften in sehr starker Form. Heute haben wir das nur ganz eingeschränkt noch. Und vieles mehr. Ein Großteil der Menschen zieht sich zurück. Es wird leider nur noch verwaltet. Punkt 6. Wie kann es sein, dass die Stadt es zulässt, dass die einzige, wirklich die einzig noch wesentliche Gewerbefläche, die die Stadt hat, von einem Logistikunternehmen gekauft wird, welches der Stadt aus finanzieller und Arbeitsplatzsicht keinen wirklichen Mehrwert bietet? Wenn dann aus diesem Punkt heraus noch Streit entsteht, der dazu führt, dass wir weit über die Stadtgrenzen hinaus für eine Kultur der Zwietracht bekannt werden, dann frage ich Sie, wie kann so etwas passieren? In diesem Umfeld wird sich wohl kaum ein Unternehmen mit Waldenburg ernsthaft als Standort auseinandersetzen. Punkt 7. Die Stadt Waldenburg stellt keinen Vertreter mehr für den Kreistag. Eine unhaltbare Situation. Die zeigt, welches Vertrauen der bisherige Bürgermeister bei seinen Bürgerinnen und Bürgern noch hat. Punkt 8. Der permanente Entzug und die Vorenthaltung von Informationen führt dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger sich nicht mehr mitgenommen fühlen. Gleiches gilt aus meiner Sicht auch für den Gemeinderat. So entsteht eine Kultur des Misstrauens. Hier gilt es schnellstmöglich, deutlich besser, umfassender und nachhaltiger zu kommunizieren. Ein aktuelles Beispiel: wir haben eine große Baustelle in Obersteinbach. Wie einfach wäre es, dort jede Woche ein Newsletter an alle Haushalte zu geben, worin man über die aktuelle Woche
und das, was in den nächsten Wochen passiert, an alle Haushalte auszuhändigen. Damit wären viele Fragen, wäre viel Missmut weg. Was können Sie von mir als Bürgermeister erwarten? Ich stehe dafür, dass Bürgermeister, Verwaltungsteam, Gemeinderat und interessierte Bürger einen 5-Jahres-Plan zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde entwickeln. Was sind die wichtigen Themen? Wie können wir sie finanzieren? Wie setzen wir sie um? Und wer kann uns dabei helfen? Ich stehe dafür, dass Gemeinde permanent einen aktuellen Überblick über ihre Finanzen erhält. Das nicht 3 Jahre im Nachtrag, sondern im monatlichen Rhythmus. Ich stehe dafür, dass man Entscheidungen trifft, die nicht von Subventionen getrieben werden, sondern wirklich sinnvoll sind und für die Gemeinde finanzierbar sind. Schnelles Internet, Konzept zur Trinkwasserversorgung etc. etc. Ich stehe dafür, dass verabschiedete Projekte zügig umgesetzt werden und nicht mit der Zeit versanden und deren eigentlichen Zweck sich verlieren. Ich stehe dafür, dass wir Berater einsetzen, da wo wir Spezialthemen und Speziallösungen brauchen. Aber bitte nicht im Tagesgeschehen und im Tagesgeschäft. Ich stehe dafür, dass sich Menschen und Unternehmen ehrenamtlich einbringen, um das Leben in Waldenburg lebenswerter zu machen. Hiermit meine ich alle Bereiche des Zusammenlebens. Wir müssen wieder lebendiger und wir müssen wieder frischer werden. Ich stehe dafür, dass sie unsere Gewerbetreibenden, Selbstständigen und Bauern weiterentwickeln können, damit sie weitere Arbeitsplätze schaffen und Gewerbesteuer entrichten können. Ich stehe dafür, dass wir ein attraktiver Lebensmittelpunkt für junge Familien sind. Ausbau der Wohngebiete in angemessenen Rahmen, Entwicklung der Kindergärten und Schulen, Jugendvertreter etablieren, das hatten wir schon, Unterstützung der Vereine bei der Jugendförderung, Angebote für die Jugend ausbauen, aber vor allem mit den jungen Menschen sprechen, was sie möchten. Ich stehe dafür, dass wir die wichtigsten Dienstleistungen und Versorgungsfunktionen in Waldenburg behalten und möglichst ausbauen. Dazu gehören für mich die Feuerwehr, DRK, DLAG, VHS, aber auch ein Friseur. Ich stehe dafür, dass wir Teilorte ernst nehmen, lebendig halten und in die Stadtentwicklung einbeziehen. Ich stehe dafür, dass wir uns den Senioren und ihren Bedürfnissen mit wirklicher Hingabe widmen. Das geht deutlich weiter als der reine Geburtstagsgruß. Ich stehe dafür, dass die Verwaltung als motiviertes Team mit moderner und zeitgemäßer Ausstattung Ausbildung als Dienstleister für den Bürger versteht und sich nicht wegschließt. Die Kultur der geschlossenen Türen muss aufhören. Ich stehe dafür, dass wir Mitarbeiter in der Verwaltung Perspektiven bieten und weiterbilden, damit sie uns lange erhalten bleiben und ihr volles Potenzial abrufen. Jetzt habe ich viel über Ziele und Verbesserungspotenziale geredet. Aus meiner Sicht gleich wichtig sind aber auch die Werte, für die eine Person steht. Das sind für mich im Innen- und im Außenverhältnis zeige ich mich transparent und partnerschaftlich. Mein grundsätzliches Handeln ist durch Vertrauen geprägt. Vertrauen und Zutrauen ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. So fördern wir ein kreatives und selbstständiges Handeln zum Wohle aller. Denn, meine Damen und Herren, vor der Wertschöpfung steht die Wertschätzung. Ich sehe mich selber als Ideengeber und Gestalter, als Moderator und letztendlich als Verantwortung übernehmender Macher. Mein langjähriger Mentor, der mich nun seit 25 Jahren intensiv begleitet, hat mir folgende wesentliche Punkte mitgegeben. Höre den Menschen zu, erreiche die Menschen über das Herz, bleibe immer ehrlich, geradlinig und lass dich nicht verbiegen. Ich hoffe, ich habe Ihnen in meinem Vortrag einen Einblick in meine Person, meinen Werdegang, meine Motivation
für dieses Amt und meine Zielsetzung geben können. Unsere Stadt verdient eine deutliche Entwicklung und einen Neuanfang. Liebe Waldenburgerinnen und Waldenburger, Waldenburg braucht einen bürgernahen und authentischen Bürgermeister, der sich in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger stellt. Am 4. Oktober ist Bürgermeisterwahl in Waldenburg. Bitte? Okay. Auf jede Stimme kommt es an. Um Ihnen zu zeigen, was in einer Gemeinde wirklich möglich ist, geben Sie mir Ihre Stimme. Stimmen Sie für ein starkes Waldenburg, stimmen Sie für Gemeinschaft, stimmen Sie für eine gehobene Lebensqualität für uns alle. Danke, dass Sie mir Ihr Vertrauen geben.